So, ich habe, wie man sieht, hier gerade noch im Menü rumgespielt. Beziehungsweise ich habe mir nochmal die Abilities angeguckt und so. Ach ja, und ich wollte mir mal die Abilities von den Festbesucher hier angucken. Das ist tatsächlich, ich habe es nachgeschlagen, also jetzt nicht wirklich nachgeschlagen, aber ich habe in mein Lösungsbuch geguckt und das gab es vorher im Originalteil nicht, dieses Festbesucher-Kostüm, zumindest in der deutschen Version oder europäischen Version. Hallo Shiro, schön, dass du auch dabei bist. Was es hier in der Version gibt, ist nicht das Festbesucherkostüm, sondern eben das Maskottchenkostüm. Das gibt es noch. Na, ich habe jetzt keine Lust, so weit zurückzublättern, denn ich habe hier gerade die Seite aufgeschlagen mit den Nebenmissionen aus Kapitel 1. Und da werden wir uns heute nämlich auch drum kümmern. Das heißt, wir werden noch lange nicht die Hauptmission weitermachen. Hallo Flameheart, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Sondern wir werden jetzt hier weiter herumsuchen, beziehungsweise noch die anderen Gegenden abklappern. Moment. Okay. Gut. Also sobald wir... Wir müssen mal gucken, was wir alles machen können. Hallo Eisblümel, schön, dass du auch dabei bist. Und hallo Aqua Janine. Mensch, schön, dass du auch dabei bist. Und Anachon hostet mich. Das ist aber lieb. So, in Kilika waren wir ja gestern. Jetzt sollte ich nach Luca, wenn ich mich recht erinnere. Da sollte ich jetzt mal hin. Junas Konzert. War es wirklich Juna, die im vollen Stadion aufgetreten ist? Endlich kommt ans Licht, was dort wirklich passiert ist. Oh mein Gott. Luca, ich habe die Stadt so gehasst in Final Fantasy X. Und warum? Wegen diesem dämlichen Spiel Blitzball. Ja, ich gebe es offen und ehrlich zu, ich mag Blitzball nicht. Ach, du bist das Aqua. Okay, das wusste ich nicht. Schön, dass du auch zu mir gefunden hast. Das freut mich natürlich. So, wir sind in Luca angekommen. Yay, Freude. Lady Yuna, your concert was incredible! Would you sign this, please? Single file, no pushing. Rico spricht wieder das Machtwort hier. I couldn't bring myself to tell them it was just an imposter. The whole mess started with the garment grid. That's the invention that lets us harness the dress sphere's power. Das stimmt, Aqua. Ich brauch dich doch für die Final Fantasy Spiele, Mensch. Kannst mich ja nicht so hängen lassen hier, ne? Managerin Riku, genau, at your service. Die Wahrheit über Junas Konzert. In Luca fand das Konzert des Yuna-Doubles statt. Jetzt offenbart sich, was die echte Yuna in der Zeit getrieben hat. Folge der Handlung. Alles klar, das kriege ich hin. Das sollte ich schaffen. Da kann ich ja nicht viel falsch machen bei. Jo. Ich mochte Blitzball, nachdem ich mich damit befasst habe. Ich habe mich damit befasst. Ich habe es nicht hingekriegt, habe versagt und mochte es trotzdem nicht. Das ist wie dieses Blitzeausweichen aus Final Fantasy X. Das habe ich auch nicht hingekriegt. Believe it or not, this was the easy part. So, wir hören jetzt übrigens hier die Story, warum das alles so war, wie es war. Am Anfang, ne? Mit dem Konzert und so. Hallo Gimli! We chased the thieves all the way to Luca, but when we arrived... Hear that? Lady Yuna in concert! Alright, think there are any tickets left? Looks like your imposter is pretty popular. I doubt anyone would believe ours is the real Yuna. Not dressed like that! I didn't ask to wear this. Sie ist als Mogri verkleidet. Ist das nicht voll süß? Shall we finish this before Yuna passes out? We'll be back in two shakes, so be a good Moogle, you hear? The plan was to sneak into the imposter's concert and recover the garment grid.
If I went in, our cover would be blown, so it was up to Riku and Pain. Which left me with nothing to do but lay low and wait. And that's how I got stuck with the Gullwing's prized garment. I complained, but brother's orders are still orders. Ja, Brüderchens Wort ist Gesetz. Oh, sie ist ein ganz unglücklicher Mogri. Ich habe gerade so überlegt, so als ich dieses Kostüm von ihr da jetzt gesehen habe, wenn es nicht zum Japan-Tag oder zur Gamescom immer so mega heiß wäre, ich glaube, dann würde ich mich tatsächlich zum Mogri verkleiden. Ich fände das voll witzig. Vor allem würde mich dann niemand erkennen. Das wäre noch das Beste daran. So, ich versuche gerade hier umzublättern, also wundert euch nicht. Ich will nämlich gerade wissen, was muss ich tun, um dieses Maskottchen-Outfit zu bekommen? Wenn sie in Kapitel 5, alles klar, das dauert noch. So, hallo Rina, Jelina und hallo Anachon. Schön, dass ihr dabei seid. Was ich gehasst habe bei FF10 mit dem 0,00000 nur an das Schwert zu bekommen, was? Hallo Onishan, schön, dass du auch dabei bist. Oh, ich liebe auch Mogris in FF Flameheart. Ich habe sogar einen Mogri hier auf dem Schrank stehen. Den Post-Mogri habe ich als Plüschi aus Final Fantasy 14, also dem Online-Spiel. Da habe ich mir den Post-Mogri mal irgendwann zugelegt. Als Plüschi! Und er ist so süß! So. Die Jugend heutzutage ist überdreht. Oh ja. Hey, bleib mal stehen. Haha, das ist so komisch. Bleib du auch mal stehen. Nein, friss mich nicht! So, was hast du? Soll ich der jungen Liga beitreten oder New Yevon? Keine Ahnung. Ich werde an der Treppe trainieren, bis die Saison beginnt. Okay. Party, Party! Party, Party! Ja, das stimmt, Shiro. Als Mogri verkleidet, da kann man wahrscheinlich in Unterwäsche drin rumrennen und am Ende des Tages kann man das Kostüm trotzdem noch ausbringen. Weil es einfach zu warm ist. Also ich war ja dieses Jahr auf dem Japan-Tag und ey, was da manche für Kostüme anhatten. Ich meine, die Kostüme sehen schon cool aus. Ey, aber das muss warm gewesen sein. So what did you do after we left? Top secret. Mommy! Mommy, my balloon! Oh no, the balloon. Ach man, ich zappel die ganze Zeit wegen der Musik, ey. Das ist ja furchtbar. Hör auf zu zappeln. Shiro, verrat das doch noch nicht. Wie sie da stand, habt ihr das gesehen? Wie sie da stand so mit dem Arm, ey, cool. Oh. Hurry up. Und wieder zusammengebrochen. Ah, ich glaube, ich musste doch jetzt Luftballons verteilen oder so, ne? Oder Werbung machen für das Konzert. Ich muss jetzt für mein eigenes Konzert Werbung machen. So war das doch irgendwie. Wer hat denn nochmal gerufen? Irgendeiner hat doch gerufen. Das Stadion soll ausverkauft sein. Hä? Wo ist der Typ hingegangen? Oh nein, jetzt habe ich mich schon direkt verlaufen. Oh nö. Irgendwo ist doch der Typ hingegangen. Ich kann nicht raus, ich kann nicht rein. Ach Mann, ich sollte besser aufpassen, wenn ich hier spiele, ne? Wir beide haben uns ziemlich dick angezogen. Ja, danke schön. Danke fürs Gespräch, ey. Ich kann nicht raus. Ach so, wartet mal. Ich glaube, der ist die Treppe raufgegangen, ne? Immer da, wo ich hergekommen bin. Okay, doch nicht. Hallo? Wo ist denn der hin? Wollte der nicht, dass ich zu ihm komme? Ich habe ihn aus den Augen verloren. Kann ich doch nicht zu. Ob die mich auch zum Konzert reinlassen? Nein. Du kannst an dem Laden da hinten, wo die Scheibe ist, auch jemanden ansprechen. Habe ich auch ewig gesucht. Ha.
Der hat's wohl nicht leicht. Hallo Rinoa, meine Liebste. Wie geht es dir? Hast du schön gestreamt? Ich hoffe ja. Shiro, ich glaube, ich habe eher gerade das Problem, dass ich den Typen nicht finde, der mir jetzt sagen möchte, dass ich doch hier Werbung machen soll. Das will der doch. Ich weiß das doch. Ich wusste das schon immer. Der ist nicht mehr da. Ey, jetzt mal ehrlich, das geht doch nicht. Schau mal, wo der ist. Der müsste eigentlich hier sein. Oder ist das der Typ da, der hier die ganze Zeit rumrennt? Ja, eigentlich nicht. Ich muss die Maschinen in Schuss halten. Ihr seid das auch nicht. Ich dachte eigentlich, ich hätte irgendwo rausgehen müssen. Der hat doch gesagt, komm mal her. Komm mal her. Ja, wohin denn? Augenroll. Das gibt's doch nicht. Steht der hinterm Brunnen? Nein, okay, du bist der Falsche. Dich hatte ich gerade eben schon. Bei den Ballons. Bei den Ballons. Ja, dachte ich eigentlich auch. Sag mir nicht, das ist der auf dem Boden hockt. Oh, da sitzt der auf dem Boden, versteckt hinter dem Wagen. Will der mich verarschen? Ja, ich vermassel es nicht. Or because the conversation was over before I had the chance. No, Luftballons gratis. Irgendwie kam es dazu, dass du Werbung für das Konzert des Yuna-Doubles machen musstest. Verteile mit X Luftballons an 10 Leute, die sich auf dem Marktplatz aufhalten. Gab's da nicht irgendwie eine Reihenfolge oder sowas, wie man das machen musste? Der tänzelnden Frau neben dem Verkaufsstand. Ich schaue einfach im Lösungsbuch. Get 'em while they're hot. Solange der Vorrat reicht, yeah. Ich finde das voll niedlich, wie sie auch die Stimme so verstellt, ne? Dem Kind, das etwas weiter links, neben der großen Säule steht. Wahrscheinlich meinen die einfach den hier. Willst du einen Ballon? Come see the concert, okay? Ehrliche Antwort, ja, er will mich verarschen. Ja, ich hab's gemerkt. Sitzt ihr da einfach hinter dem Wagen, ey, und ich such mich, checke ich hier. Das ist nicht zu fassen. Dem älteren Herren, die das links auf einer Bank sitzt. Also der hier. There you go. Oh, ich hasse die Musik. Ich habe jetzt schon wieder einen Ohrwurm davon. Viertens, den beiden jungen Frauen jeweils einen Luftballon, die gegenüber dem älteren Herren ebenfalls auf einer Bank sitzen. Also die hier. Ja, ich weiß, ich mache das hier voll mit Lösungen und so. Das hat natürlich den Grund. Hier bei dem Spiel ist es furchtbar schwer, das perfekte Ende zu bekommen. Und ich möchte es wenigstens versuchen. Und jedes Mal, wenn ich was falsch mache, dann darf ich nämlich neu laden. Und das wäre furchtbar. Den beiden auf dem Boden sitzenden Männern links oben. Boah, ich zappel hier die ganze Zeit. Ich hasse die Musik. Ich kann es aber auch nicht abstellen, ey. Ist ganz furchtbar. Hallo Julia, habe ich dich eigentlich begrüßt? Ich weiß es gar nicht. Bisschen bekloppt, was das Spiel da von einem verlangt. Siehe hier Ballons. Ja, das stimmt, aber es wird noch schlimmer. Also, Anachon, mach dich da drauf gefasst, ne? Wenn es irgendetwas gibt, was ich nicht schaffe, dann werde ich einfach so lange mit dem Stream warten, bis du es geschafft hast. Ha! Yay! Weil du bist ehrgeizig, ich nicht. Ich gebe auf. Und zwar ganz schnell. So, die beiden auf dem Boden sitzen im Marktplatz haben wir. Den zwei Verkäufern im Verkaufsstand. Come see Lady Yuna, okay? Come see Lady Yuna. Come see Lady Yuna. So. Hallo Visa Chris. Schön, dass du auch dabei bist. Wen noch? Dem Mann im schmalen Gang rechts. Dem Mann im schmalen Gang rechts. Du also. Du willst also und kommst überhaupt her auf einmal. And that makes 10. Mission accomplished. Ah, ich sehe schon, ihr redet schon wieder über das ganze Glitzer. Kostümpalette, heilender Wind erhalten. Ja, sehr schön. Dann haben wir es richtig gemacht.
Ich glaube, bei dem Spiel hier würde einfach jeder mit Lösung spielen, wenn er wenigstens versucht, das perfekte Ende zu bekommen. The place was packed with people dancing. You think LeBlanc was enjoying herself? Until she got hurt. Dieses Geräusch, ey. Does she look that much like me? Hold it. The concert's sold out. You can't go in. I can't? Definitely not. Go on, get out of here. Hey, we got some gate crashers. Must be those sphere hunters. Let's move! Yes, sir! Die haben sich einfach verwandelt. Das Geräusch, ey. Das ist so cool. I hadn't heard from Riku or Payne, so I didn't know what to do. Oh, Phil! It's me. Dieses Geräusch, ey, wenn sie läuft. I wasn't sure what I was doing. Ja, das haben wir ja gesehen. Riku sure was having fun. Das haben wir ja gesehen, weil ich bin ja extra zu ihr hingekommen und habe sie ständig angetouched. Er hat uns gesehen. Looks like trouble. Juhu! Und so war die ganze Vorgeschichte. Vor allem die ganze Vorgeschichte. Das ist alles, was wir wissen müssen vom Spiel. Here comes the real Yuna. I was just about to finish him off, but then you showed up and stole all the fun. I guess I was so glad to get out of that thing that I went a little nuts. That explains the dancing. Yuna's dancing? Where? Brüderchen, oh man. Close enough? Oh man. Yuna tanzt wo? So, this is my life now. Travel from place to place, and the days just seem to fly by. But sometimes I find myself stopping. I'm listening for your whistle. Was ich ja wirklich traurig finde an dem Spiel hier ist ja, dass sie zwar versucht, ja, ihr Leben zu leben halt, aber immer wieder halt mit den Gedanken wieder bei Tidus ist, ne? Und ihm nachtrauert. Das finde ich sehr schade in dem Spiel. Brüderchen ist schon cool. Durchgeknallt, aber cool, auf jeden Fall. Der ist so durch, ey. So, wir können noch was in Luca machen. Deswegen machen wir das auch. Wieso kann ich da nicht runterspringen? Oder kann ich da runterspringen? Moment. Oh, es geht nicht. Hallo, Tippi. So. Jetzt müssen wir nochmal nach Luca. Ich muss mich da nochmal richtig umschauen. Juhu. Eigentlich springt sie da runter, bei mir nicht. Und ich habe Kreis gedrückt. So, jetzt können wir uns mal richtig umschauen. Dankeschön, Rinoa. Grüß zurück, Knuddel den Kleinen von mir. So, hier kann ich runter hüpfen. Zweimal Mondschleier, perfekt. Wir werden noch viele Items brauchen, oh Mann.
meine Nase killert. So, gibt's hier noch Kisten? Wenn ja, wo? Sprich mit Rin im Stadion. Genau, mit dem muss ich sprechen. Ich glaube, das steht auch hier irgendwo, wenn ich es mal lesen würde. Aber ich kann nicht lesen und laufen gleichzeitig. Aber mit Rin müssen wir, glaube ich, sprechen. Genau. Danke, Shiro. Ah, ich finde das schön, dass ihr mir so sehr dabei helft, hier dieses Spiel irgendwie anständig zu beenden. Wo war das Stadion? Ich glaube, das Stadion war hier oder da oder doch hier. Ach, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Wir müssen sowieso alles absuchen, von daher passt schon. Irgendwo sind bestimmt noch Kisten. Hier ist doch das Stadion, oder? Was sagst du so? Kennen Sie Sphero Break? Nein. Außerhalb der Blitzball-Saison können Sie Sphero Break spielen. Was war denn nochmal Sphero Break? Habe ich vergessen. Es haben sich schon viele Spieler eingefunden. Gehen Sie bitte in den Mannschaftsraum im Keller. Bald wird eine Meisterschaft ausgetragen. Was zum Henker war denn nochmal Sphero Break? Verdammt, ich habe keine Lust auf Tutorials. Es muss ja nicht jeder helfen können. Ich habe ja zur Not auch noch das Buch hier, von daher die heilige Final Fantasy 10.2 Bibel sozusagen habe ich hier. Da ist er doch schon. Juhu! Ah, the Lady Yuna. It's been too long. What you selling this time? Entertainment. Lady Yuna's calm has given the people of Spira time to relax and enjoy the finer things in life. What better time for me to introduce Sphere Break? It won't be long now before Luca will host the inaugural tournament. You are more than welcome to compete if you like. Nein, ich will nicht. Should we? Nein. Yeah! Nein! Ask around if you would like to know the rules of the game. Warum fragt mich keiner? Wieso machen die einfach? Albert Lexikon 22 erhalten. Sehr schön. Ich spreche mal noch mit den anderen. Dann wette ich, dass Rin hinter diesem Kernsphäre her ist. Aha. Mhm. Aha. Hallo, ich lerne auch gerade Sphero Break. Ja, das ist schön, ey. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Irgendwas Blödes auf jeden Fall bestimmt. Irgendetwas, was ich wahrscheinlich überhaupt nicht kann. Ne, mit dem habe ich... Mit dem habe ich gerade gesprochen. Ich glaube, hier mit dem Kleinen muss ich noch sprechen. Ich glaube, du bist wichtig, oder? Konnte ihr Interesse an Sphero Break geweckt werden? Ja? Wenn das so ist, rechts um. Gehen Sie die Treppe auf der linken Seite des Eingangs hinunter. Dort werden Ihnen die Regeln genauer erklärt. Ah, okay. Dankeschön. Halt, stopp nochmal zurück. Da waren Türen. Ja, lies mal vor, was man für das Maskottchen braucht. Ich meine, ich habe es schon mal geschafft, das Maskottchenkostüm zu bekommen. Also so ist ja nicht. Ne, in meinem privaten Spieldurchgang habe ich es geschafft, alle Kostüme zu bekommen. Also sollte ich das ja jetzt ausschaffen. Trotzdem habe ich das Finale verkackt. Bei meinem privaten Spiel halt. Hallo Puma Lady. Ach, das macht doch nichts. So, was haben wir jetzt hier? Willkommen in der Welt des Sphero Breaks. Haben Sie irgendwelche Fragen bezüglich Sphero Breaks? Oh, Tutorial. Na gut, was ist Sphero Break? Sphero Break ist ein neuartiges Brettspiel, erfunden von Herrn Rin. Zum Spielen benötigt man Münzen und einen sogenannten Kernsphero. Sie benötigen aber erst einmal nur die Münzen, um zu spielen. Können wir eine Proberunde einfach machen? Ich lerne das dann schon irgendwie. Haben Sie irgendwelche Fragen? Was ist eine Münze? Wie lauten die Spielregeln? So, kommen wir nun zu den Spielregeln. 5 Helmmünzen erhalten, 5 Zavan-Münzen,
5 Kojotenmünzen, 5 Puddingmünzen. Pudding. Lecker Pudding. Bis Sie sich an sie gewöhnt haben, benutzen Sie am besten den Übungssatz, den ich Ihnen gerade übergeben habe. Okay. Ich muss echt gestehen, ich habe diese ganzen Spiele in Final Fantasy noch nie gemocht. Also auch weder dieses Kartenspiel in 8, noch in 9, noch in 10, das, was man da so machen konnte, falls da überhaupt ein Kartenspiel war. Und das hier mag ich auch nicht. Okay, Maskottchen nur in Kapitel 5 unter Bedingungen, die du in Kapitel 5 erreichen musst. Alles klar. Willkommen in der Welt des Sphero Breaks. Beim Sphero... Ach, jetzt weiß ich wieder, warum ich das nicht mochte. Es hatte, glaube ich, was mit Mathe zu tun. beim Sphero Break muss man versuchen, innerhalb eines Zeitlimits die Münznummern der insgesamt 16 Münzen zu einem Vielfachen der sogenannten Kernnummer, die auf dem Spheroiden in der Tischmitte erscheint, zu kombinieren. Kern, Spheroid und Münzen, Rundregeln, Spielrunde, Sieg und Niederlage, Attribute, Kombos. Oh Gott, ich weiß ungefähr noch, glaube ich, wie es ging. Sphero Break ist grundsätzlich ein Zahlenkombinationsspiel. Genau deswegen habe ich es gehasst. Es ist ein verfluchtes Zahlenkombinationsspiel. Wer hat denn an sowas bitte schön Spaß? Keiner. Sie gewinnen, wenn Sie Münznummern kombinieren, die ein Vielfaches der Kernnummer ergeben. Verdeutlichen wir den Vorgang anhand eines Beispiels. 8. Auf dem Kern Sphero erscheint die Kernnummer 8. Im Hilfsfenster oben werden folgende wichtige Informationen angezeigt. Die Summe der Münznummern unter nächster Break stehen die Vielfach der Kernnummer. Ziel ist es, eines dieser vier... Blablabla. Ich habe schon keine Lust mehr. Das ist mir schon wieder zu viel Tutorial. Ja, ich erinnere mich auch gerade daran. Ich habe das echt nicht gerne gemacht. Ich glaube, ich habe das nur gemacht, wenn ich es machen musste. Für irgendwas. Musste ich das für irgendwas machen? Ich glaube, ja, ne? Sind wir fertig? Schaut euch mal an, wie lange die Erklärung ist, ey. Hätte man nicht einfach sagen können, zählt doch einfach die Zahlen zusammen, fertig. So. Das darf dann Anachon machen. Wenn er mal mich besuchen kommt, dann darf er hier voll der coole Typ im Sphero Break werden. Ich nicht. Ich kann das nicht. Ich verliere sowieso immer. Ich habe auch beim Kartenspiel immer verloren, weil ich es nie verstanden habe, wie das eigentlich funktioniert. So, bei solchen Spielen bla bla bla. Aber konnte ich nicht irgendwie mit denen auch spielen oder so? Oder war das... Nö. Ich dachte eigentlich, man könnte irgendwie auch noch spielen mit den Leuten. Mit den Leutchen. Naja, wahrscheinlich die nicht. Die sind wahrscheinlich eh alle zu stark für mich oder so. Ja, okay, davon gibt es ein Kostüm und ich muss gewinnen, um... Nee, gar nicht wahr. Davon gibt es ein Turnier und ich muss gewinnen, um eine Kostümpalette zu bekommen. So, jetzt stimmt es. Das heißt, ich muss das auf jeden Fall üben. Aber wie kann ich denn gegen Leute spielen? Früher war sowas immer auf Quadrat irgendwie. So, wenn man mit jemandem spielen wollte, dann einfach da hingehen und Quadrat drücken. Hier scheint das nicht so zu sein. Oder ich spreche immer die Falschen an. Das kann natürlich auch sein. So, haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges hier in Luca oder sind wir jetzt fertig? Dann gehe ich nämlich. Dann gehen wir zum nächsten Ort. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Blitzball gibt es übrigens auch noch hier in dem Spiel, glaube ich. Ich meine, es gibt auch noch Blitzball, es gibt auch noch, also es gibt dann dieses Sphero Break, es gibt Blitzball, es gibt, ich weiß gar nicht, was noch alles für Minispielchen. Also das Spiel hier ist vollgestopft mit Minispielchen, die ich allesamt wahrscheinlich hassen werde. Oh, das wird sehr lustig. Also wenn ich die dann im Stream machen muss, dann werdet ihr wahrscheinlich mich des Öfteren fluchen hören. Oh ja. Oh, das wird lustig. Ich glaube, das war's. Albed-Lexikon habe ich bekommen und die ganzen blöden Karten, Münzen habe ich auch bekommen. Ich glaube, dann können wir schon weiter zum nächsten. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Aber ich gehe trotzdem noch gucken. Da ist eine Kiste. So viel zum Thema. Oh, hier ist nichts mehr. Moment, das war hier lang.
Tada! Kostümpalette Strombiest erhalten. Yay. Sehr schön. Haben wir ja doch noch was gefunden. Ach ja. Also ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, es wird ein sehr langes Projekt.